Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial der HLW. Heute zeigen wir euch, wie man mit Hilfe eines Integrals die Fläche zwischen einem Graphen der Funktion f von x und der x-Achse berechnen kann. Um unsere Fläche berechnen zu können, benutzen wir ein bestimmtes Integral. Ein bestimmtes Integral erfordert jedoch konkrete Grenzen. In unserem Beispiel sind die Grenzen gleichzeitig die Nullstellen der Funktion f von x. Wir bestimmen also unsere Nullstellen, und zwar mit Hilfe der Linearfaktorzerlegung. Wie die Linearfaktorzerlegung im Einzelnen funktioniert, könnt ihr in unserem Video der Linearfaktorzerlegung nachgucken. Wir erhalten also für f von x gleich x plus 2 mal x minus 4. Somit können wir unsere Nullstellen direkt ablesen und erhalten für x1 minus 2 und für x2 plus 4. Das sind also unsere ermittelten Grenzen für das bestimmte Integral. Im nächsten Schritt bestimmen wir unsere Stammfunktion groß f von x. Diese sieht wie folgt aus. Groß f von x ist gleich 1 Drittel x hoch 3 minus x Quadrat minus 8x plus die Konstante c. Um das Ganze einmal zu kontrollieren, leiten wir erneut ab und erhalten Groß f' von x ist gleich die 3 nach vorne gezogen, kürzt sich mit dem 1 Drittel weg und wir erhalten x Quadrat. Das Quadrat vor das x geschrieben ergibt 2x. Das x fällt einfach weg. Wir erhalten minus 8 und die Konstante c fällt ebenfalls weg. Wir sehen also, dass unsere Stammfunktion korrekt ist. Als nächstes stellen wir unser Integral auf. Zunächst einmal in der allgemeinen Form. Also das Integral von f von x nach dx über die Grenzen a bis b. Das ist wiederum gleich die Stammfunktion von x mit den Grenzen a und b. Und das lässt sich wiederum schreiben als f von b minus f von a. Wir setzen ein und erhalten somit das Integral mit den errechneten Grenzen, also unseren Nullstellen minus 2 und 4, von der Funktion f von x dx, also x² minus 2x minus 8 dx. Gehen weiter mit der Stammfunktion 1 Drittel x hoch 3 minus x² minus 8x. Plus der Konstanten c, ebenfalls mit den Grenzen minus 2 und 4. Setzen wir nun unsere Grenzen ein, erhalten wir 1 Drittel mal 4 hoch 3 minus 4 zum Quadrat minus 8 mal 4 plus der Konstanten c. Das Ganze minus die zweite Grenze eingesetzt, also 1 Drittel mal minus 2 hoch 3 minus minus 2 zum Quadrat minus 8 mal minus 2 und plus der Konstanten c. Wenn wir das Ganze vereinfachen, erhalten wir 64 Drittel minus 16 minus 32 plus unserer Konstanten c minus die zweite Klammer minus 8 Drittel minus 4 plus 16 und plus der Konstanten c.
Wir vereinfachen noch weiter und erhalten minus 80 Drittel plus der Konstanten c minus der zweiten Klammer vereinfacht von 28 Drittel plus c. Wie wir sehen, fällt durch Subtraktion die Konstante c weg, sodass wir insgesamt ein Ergebnis von minus 36 bekommen. Das negative Vorzeichen des Ergebnisses kommt zustande, da unsere berechnete Fläche unterhalb der x-Achse liegt. Da ein Flächeninhalt aber nicht negativ sein kann, erhalten wir so die Fläche mit 36 Flächeneinheiten.